Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, das ist unsere letzte Arena-Überprüfung, die Eis-Arena. Und dann steht schon nur noch das Schulfest an. Also, wir haben hier ein Schlurm, ein Knattertox, ein Humanoid, Eisenrad, Glattimperio und Pyroleo. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das Ding ist, ich tausche das mal hier ein bisschen. Das Knattertox, seht ihr, ist tatsächlich überlevelt, 10 Level über den anderen. Das ist einfach, weil ich das mal in einem Terra-Raid gefangen hatte und ach, so viele Pokémon zu leveln ist echt nervig und deswegen, ich habe es mir gespart, mir ein anderes Knattertox hier heranzuziehen und zu leveln. Deswegen, ich habe das genommen. Da war ich ein bisschen bequem, aber ich werde es nicht sofort einsetzen, so dass es nicht super unfair ist. Ich werde erstmal mit den anderen Pokémon kämpfen. Bis auf Pyroleo, das würde ich mir als letztes eigentlich zum Terra-Kristallisieren aufbewahren. Das ist jetzt so der Plan. Okay. Oh, du bist doch. Bist du zum Runtersausen der Piste hier? Der Schnee eignet sich heute nicht besonders dafür. Ich wollte dich mal wiedersehen. Ich glaube, ich verstehe nicht so ganz, was du mir damit sagen willst. Ach, du bist anstelle von Sagaria hier. Für dich muss ja ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als du den Champ-Rang erreicht hast. Ja, es war ganz nett, ne? Schön für dich. Tut mir leid, das kam wohl etwas sarkastisch rüber. Deine Leistung ist beeindruckend, das meine ich ernst, aber für mich ist die Angelegenheit ein bisschen kompliziert. Du bist hier, um mich auf die Probe zu stellen, stimmt's? Bringen wir es schnell hinter uns. Okay, ja, ich hätte es auch gern, dass es schnell hinter uns bringen. Dann lass uns auf Position gehen. Mal hoffen, dass es nicht schneit. Ja, hier auf dem Schneeberg ist sehr unwahrscheinlich, dass es nicht schneit, hä? Es schneit! Ich weiß nicht, schneit es hier eigentlich immer oder ist das tatsächlich so eine Wetterbedingung, die nur zwischendurch gegeben ist? Das ist jetzt aber unvorteilhaft für dich. Der Berg scheint auf meiner Seite zu sein. Ja. Die Inspektion durch die Pokémon-Liga findet mehrmals im Jahr statt. Wer nicht die nötige Leistung erbringt, wird als Arenaleiter abgesetzt. Sagaria sagt zwar immer, es sei eine reine Formalität, aber mein Traum, es als Profi-Snowboarder weit zu bringen, ist bereits geplatzt. Wenn mir mein einziges übriges Talent auch noch aberkannt werden würde, was bliebe mir dann? Die Option, nach neuen Träumen zu suchen? Ich will damit nicht die Stimmung drücken. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Nichts davon ist ein Problem, wenn ich dich ganz einfach erbarmungslos zu Eis erstarren lasse. Das stimmt. Ja, dann mach das doch. Ganz einfach. Nein, mach's eigentlich nicht. Wobei, eigentlich muss man vor Eis nicht die größte Angst haben. Eigentlich. Hatte der beim letzten Mal nicht auch schon einen Mortineva? Die Wetterbedingungen sind nicht optimal, aber sie sollten reichen, um dich zu besiegen. Was ist denn nicht optimal? Es schneit. Das ist doch für dich perfekt. So, als allererstes legen wir Tarnsteine. Ihr kennt mich. Tarnsteine sind einfach toll. Und das Knattertox, das hat auch noch Giftspitzen. So, nehme ich jetzt Eisenschädel oder Katapult? Wahrscheinlich Eisenschädel, ha? Ah, tut uns das weh? Oh, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, tut es uns ganz schön weh. Und dafür, dass wir sehr effektiv sind, tun wir dem nicht so weh. Ja, das ist tragisch. Das ist sehr tragisch. Okay, unser Schlurm ist down. Wir machen weiter mit dem Eisenrad. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ich jetzt als nächstes Humanoid, glaube ich, genommen hätte, aber egal. So, Eisenschädel ist immer noch dasselbe und hier, je schwerer im Vergleich zum Ziel ist, ja, wir sollten schwerer sein als eine Eismotte. Ist aber schneller, ne? Boah, ey, das tut so weh! Ey, das war nicht mal irgendwie eff sehr effektiv. Oh je. Ja, wir bleiben jetzt mal und ich weiß nicht, wer schneller ist, ob Sibirio oder Eisenrad schneller ist. Wir hoffen einfach, dass wir schneller sind, dann sollte das eigentlich okay sein. Wir sind nicht schwerer als ein Sibirio, also gehen wir für Eisenschädel.
hatte das nicht Genauigkeit 100? Eisenschädel? Ah. Okay, wir haben schon zwei besiegte Pokémon. Das ist sehr, sehr schlecht. Und Humanoid ist jetzt auch nicht so... Ich sag mal, das beste Pokémon. Ich hab's halt mitgenommen, weil ich noch nie mit Humanoid gespielt habe. Wirklich noch nie. Das ist... Genauigkeit 80 gefällt mir nicht. Genauigkeit 90 gefällt mir auch nicht so gut, aber besser als Genauigkeit 80. Okay, ja. Oh, er ist zurückgeschreckt. Oh mein Gott, das ist richtig gut für uns. Nein, und jetzt treffen wir das nicht. Ah, vom Glück zum Pech. Tschüss, Humanoid. War schön mit dir. Oh nein, du lebst noch. Okay. Dann nevermind. Bitte triff, bitte triff, bitte triff. Okay, Kolowal. Ich würde erstmal das Humanoid drin lassen. Wenn es stirbt, dann stirbt's. Ist dann schon Knatterpox dran? Weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch schwerer sein, das Kolowal. Oh, und es ist schneller. Warum überlebt das denn? Verteidigung sinkt. Was jetzt cool wäre, wäre ein Zurückschrecken, aber leider nicht. Naja, gut, Humanoid ist besiegt, hat aber noch Schaden rausbekommen. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Jetzt die Frage, nehme ich erst glatt Imperio oder erst Knattertox? Ich nehme erst glatt Imperio. Das Knattertox ist ja schließlich ein bisschen überlevelt. So, und dann... Ja, nehmen wir den Fußkick. Je schwerer das Ziel ist. Ja, unser Ziel ist eigentlich schwer. Nein! Warum ist es denn schneller? Ich meine, das war jetzt nicht so viel Schaden. Das war okay. Lassen wir unser Glatt-Imperio erstmal drin. Weil jetzt kommt, glaube ich, sein Pokémon, das er Terra-Kristall ist, oder? Snibunna, ja. Oder? Ah, ich weiß es gerade gar nicht. Terra-Kristall, da das? Sind wir schon soweit? Nein. Okay. Dann nevermind. Ja, Snibunna ist schneller als wir. Haha, aber wir machen mehr Schaden. Sind unsere gefallenen Kameraden gut was wert? Sein Altar, das Terra-Kristallisiert er jetzt aber. Ich würde deswegen erstmal zum Pyroleo gehen, das. Ich dachte, es ist Terra-Typ Feuer. Das ist schlecht. Ich bleib erst bei unserem Glatt-Imperio. Deinetwegen kriege ich keine kalten Füße. Zieh dich für den nächsten Trick lieber warm an. Ja, nein, nein, nein. Wir... Terra kristallisiere ich dann als Knatterdox? So, er wird Terra kristallisieren. Wir nehmen mal Eisenschädel. Eis und Schnee sollen uns bedecken. Ja, es ist ein bisschen komisch, dass wir jetzt nicht Terra kristallisieren, aber ein fast totes Glatt Imperio würde ich gerade eigentlich ungern Terra kristallisieren. Ah, Mist, das ist schneller. Aber es macht erstaunlich wenig Schaden. Ich glaube, wir müssen nicht Terra kristallisieren. Ja, also ist ja schön mit deinem Altaria und so, ne? Aber ich mache einfach mehr Schaden. Wir haben weder das Knattertox noch unser Pyroleo gebraucht. Ist halt lustig, ne? Wir haben kein Feuer-Pokémon gegen den Eis-Arena-Leiter verwendet. Obwohl erstmal naheliegend ist es ja, Feuer gegen Eis zu verwenden. Aber tja, wir können es auch ohne Feuer. Ich muss zugeben, dass mir deine hitzige Art gefällt.
Ja, hitzig, wenn ich vorher benutzt hätte. Wie unsportlich von Zagaria, einfach jemanden herzuschicken, gegen den ich nicht die geringste Chance habe. Gegen Zagaria hast du mehr Chancen? Aber ich bereue nichts. Ich habe alles gegeben, was in mir steckt. Ich habe das Letzte aus mir herausgeholt und dennoch verloren. Ein frustrierendes Gefühl. Ja, das ist aber wirklich frustrierend. Ey, wirklich. Wenn du so lange, so hart an irgendwas arbeitest und dann trotzdem scheiterst, es gibt nichts, was frustrierender ist. Es ist wirklich, es ist so schlimm. Aber es hat mich den Entschluss fassen lassen, meine Position als Arenaleiter ernsthafter anzugehen. Meine Motivation ist über die Zeit erkaltet, aber du hast neues Feuer in mir entfacht. Ich mag wirklich diese Worte, diese ganzen Metaphern und wie das alles passt, diese stilistischen Mittel. Vielen Dank, Niki. Das nächste Mal verliere ich nicht. Ja, schauen wir mal. Sei vorsichtig auf der Abfahrt, nicht, dass du dir eine Erkältung einfängst. Und wir stehen hier im T-Shirt. Ja, da, wie ist das mit der Erkältung? Oh, unser Telefon klingelt. Hallo, spreche ich mit Champ Niki? Hier ist Zagaria. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es mit der Arena-Inspektion vorangeht. Ja, die ist erledigt. Das hört man gerne. Vielen Dank für die wundervolle Arbeit. Soeben hat mir auch der letzte Arenaleiter bestätigt, dass du vorbeigeschaut hast. Es war die richtige Entscheidung, dich damit zu beauftragen, Champ Niki. Es haben sich alle sehr gefreut, erneut gegen dich antreten zu können. Boah, das hatte ich jetzt nicht immer das Gefühl, aber okay. Aber ich würde mir gerne auch deinen Erfahrungsbericht von der Inspektion anhören. Treffen wir uns doch einfach später am Eingang der Akademie. Bis dann. Jetzt ist die Frage, will sie dann auch nochmal gegen uns kämpfen oder sagen wir nur, hey, wir haben es geschafft. Dann würde ich gerne andere Pokémon mitnehmen. Gehen wir einmal ganz kurz ins Poké-Center hier, heilen unsere Pokémon und dann würde ich mal sagen, nehme ich schon mal so meine Lieblings-Pokémon hier ein bisschen mit und hoffe, dass sie nicht gegen uns kämpfen möchte. Sonst ist blöd. Darauf bin ich doch gar nicht vorbereitet. So. Also, dann schauen wir mal, was wir uns hier Schönes nehmen. Also Miraidon, Koraidon würde ich auf jeden Fall ganz gerne nehmen. Hier ist ja schon mal Miraidon. So, dann hier Maskagato auf jeden Fall. Ich schau mal eben. Dann hier ist unser Koraidon. Eisenkrieger. Irgendwo habe ich noch Donnersichel rumfliegen. Ich glaube, ab jetzt ist sogar die Suchfunktion schlauer, ne? Ich wollte auch Baojun mitnehmen. Ja, keine Ahnung, wo die alle gelandet sind. Heißt Donnersichel. Where are you? Sicher. Da. Ist die Frage, packe ich glatt Imperio raus? Rasich ist halt schon ziemlich schlecht im Level dabei, ne? Ich hätte eigentlich schon gern. Weißt du was? Ich nehme Baojun dann anstelle von Donnersichel. Wenn sie jetzt nicht gegen uns kämpft, ist das halt so unnötig hier, was ich mache. Wobei, dann seht ihr schon mal das Team, was ich für das Turnier verwenden möchte. Baojun. Ich hoffe, das ist jetzt so alles soweit in Ordnung. Bisschen blöd, dass ich wirklich ohne Donnersichel kämpfe. So, ich würde hier gerne noch ein bisschen umordnen. So, das gefällt mir jetzt schon gleich viel besser. Und dann treffen wir uns mal mit Zagaria. Ich möchte hier gern hinfliegen. Ach, ich kann innerhalb. Ach nee, ich bin gar nicht mehr in der. Ah, ich bin so blöd. Ich wollte gerade sagen, innerhalb der Arena kann ich nicht fliegen. Ja, wir sind nicht mehr in der Arena. Wir sind an einem Poké-Center. Upsi. Bitte, bitte, bitte sag nur. Hui, ja, supi, danke. Hey.
Hast du toll gemacht, hast toll gekämpft. Hui, hui, hui. Und das ist jetzt alles vorbereitet fürs Fest. So. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Spawnt sie jetzt hier einfach random oder ist sie wirklich da drin? Ah, ich glaube, sie ist drin. Ah, Ladezeit, Ladezeit. Und irgendwie überbrücken wir diese Ladezeiten. Wupp, wupp. So, wo ist sie jetzt? Ach, da. Hi, Zakaria. Schön, dich zu sehen, Champ Niki. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Gefällt es dir, von so vielen Büchern umgeben zu sein? Darum geht es nicht, Zakaria. Ah, ja, supi. Das freut mich. Es war meine Idee, das Design bei der Renovierung vor ein paar Jahren so umgestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch bitte deine Eindrücke von den Arenaleitern. Wobei, hier kann ja jeder alles mithören. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hättest du eine Idee, wohin? Ey, warum darf ich meine Idee nicht äußern? Bitte kommen Sie mit auf mein Zimmer. Oh, das tun wir wirklich. Hey. Zakaria, Sie sind in meinem Zimmer. Das ist also dein Zimmer hier in der Akademie. Ja, ein sehr unscheinbares Zimmer. Dann ist das quasi der Ort, an dem du zum Champ herangereift bist. Nein, ich bin draußen herangereift. Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Vielleicht sollte ich bald mal deinem Elternhaus einen Besuch abstatten. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arenaleiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert? Ja, wahrscheinlich schon Rona, ne? Mit den Käfern. Ich glaube, die war relativ leicht, ne? Rona, also. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Ist eine gute Frage, ne? Den bleibendsten Eindruck. Ich glaube, ich würde sogar Enigmara sagen. Oh, Enigmara. Und wer hat sich im Kampf als die härteste Nuss erwiesen? Die ist ja gar nicht aufgeführt. Die von der Geisterarena. Ah, mit der hatte ich am meisten Probleme. Also jetzt bei der Überprüfung. Aber die ist hier nicht aufgezählt, ne? Bin nicht blöd, oder? Blö, dann weiß ich gar nicht. Waren eigentlich alle okay. Sage ich auch mal Enigmara. Oh, Enigmara. Zu guter Letzt noch die wichtigste Frage von allen. Welchen Arenaleiter magst du am meisten? puh. Ich glaube, ich würde sogar Kolzo sagen. Kolzo oder Rona? Ich mag Ronas Art, aber es ist halt auch letztendlich doch nicht so besonders. Aber finde ich Kolzo doch interessanter, Kolzo. Kolzo, sagst du. Interessant. So, das wären auch schon alle Fragen. Vielen Dank. Deine Eindrücke waren höchst interessant. Sie werden mir bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Einen Kingstein. Okay, danke. Dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Es spricht also nichts gegen meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Champ Nemila wird sich bestimmt darüber freuen. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist sicher ziemlich erschöpft. Lass es für den Rest des Tages mal ruhig angehen. Okay, aber wenn ich jetzt schlafe, dann startet doch noch nicht sofort, das Turnier, oder? Wir probieren es mal aus, weil wenn ja, dann muss ich hier jetzt sofort Cut machen. Ja, war es endlich Zeit für den langersehnten Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Ja, ich habe die Vermutung, wenn ich jetzt rausgehe, dann fängt es an hier mit dem Turnier. Heißt, das schauen wir uns alles dann beim nächsten Mal an, beim goldenen Abschluss hier dieses Let's Plays. Bis ja, dann die DLCs rauskommen, das dauert ja dann noch ein wenig. Und deshalb verabschiede ich mich hier schon mal. Wir sehen uns dann bei dem Schulkampfturnier in der nächsten Woche. Tschüss!